Gott will, dass du Frucht bringst. Die Bibel ist voll davon. Denk nur an das Bild vom Weinstock oder vom Ölbaum. Eines der Hauptthemen der Bibel ist, Frucht zu bringen. Und wir sollen Frucht bringen. Als Christen wissen wir das und leider sind manche Christen da ein wenig verkrampft in diesem Punkt. Ich will die Werke des Herrn tun, ich will Frucht hervorbringen, ich will und ich muss. Und es ist so unfrei. Aber stell dir doch mal einen Obstbaum vor. Der Obstbaum ist gepflanzt, damit er Frucht bringt. Was muss der Baum machen, um Frucht hervorzubringen? Welche Schulungen muss der besuchen? Welche Seminare? Was muss der für Werke tun? Wie muss er sich anstrengen? Was ist notwendig, damit er Frucht hervorbringt? Was muss er an Exerzitien oder was auch immer durchführen? Was muss er tun, um Frucht hervorzubringen? Gar nichts. Es ist in ihn hineingelegt, in seine DNA. Er bringt Frucht, weil er einfach dazu gesetzt ist, Frucht zu bringen. Vielleicht nicht unbedingt in der ersten Generation, aber irgendwann. Wir hatten beispielsweise einen Apfelbaum gepflanzt und der hat jahrelang nichts gebracht, nichts. Und wir hatten schon überlegt, ob wir ihn wegmachen. Und dann in einem Jahr war er übervoll mit den genialsten Äpfeln. Es ist in ihn hineingelegt. Und zur richtigen Zeit hat er die richtige Frucht gebracht. Und das gilt auch für dich. Gott hat in dich hineingelegt, dass du zur richtigen Zeit Frucht bringst. Natürlich müssen wir die Bedingungen dafür schaffen, dass wir als Baum versorgt sind und die Möglichkeit haben, Frucht zu bringen. Aber die Frucht selbst kannst du nicht hervorquetschen. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Es ist unmöglich, diese Frucht zu bringen. Die Frucht entsteht, indem du mit dem Heiligen Geist, mit dem Herrn verbunden bist. Das ist auch das Bild vom Weinstock, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir müssen verbunden sein, sonst funktioniert es nicht. Du kannst die Werke des Herrn nicht hervorbringen. Du kannst sie nicht produzieren. Und ich glaube, dass einige von uns das einfach hören müssen, dass wir da etwas entspannter sind, viel unkomplizierter sind und sagen, Herr, vollbringe dein Werk in mir. Bring du deine Frucht in mir hervor. Ich sorge dafür, dass ich mit dir verbunden bin, dass die Verbindung zu dir steht, im Gebet, im Bibellesen, im Lobpreis und so weiter und so weiter. Aber du bist es, der in mir das gute Werk vollendet. Du bist, der die Frucht bringt. 30, 60, 100-fältig oder was auch immer. Sei ganz entspannt. Sorg, dass du mit dem Herrn verbunden bist und versuche nicht, irgendwas zu produzieren, was ganz, ganz automatisch in deinem Leben zur rechten Zeit hervorkommt. In dem Sinne, Gott segne dich.